Naja, also diese drei Instrumente passen einfach sehr gut zusammen. Und ich glaube, auch die Spieler passen sehr gut zusammen, was noch viel wichtiger ist. Oder das Allerwichtigste überhaupt. Jeder übernimmt jede Rolle. Das ist für jeden immer stimulierend, alles machen zu können, zu dürfen, zu führen, zu folgen, Melodie zu spielen, Begleitung zu spielen. Und es lebt sehr von dem Klang von jedem Instrument. Und für jeden Klang von jedem ist wahnsinnig viel Platz in dieser Band. So, es ist ein sehr dynamisch, flexibles Ding und sehr fein. Und da gibt es einfach, in diesen Nuancen gibt es so viel zu entdecken, dass es einfach immer sehr, sehr immer ein neues Abenteuer da, in diese Details sich rein fallen zu lassen. Ist so ein fragiles Instrument und ich kann mich super damit mischen und ich kann mich aber auch super davon absetzen, mich drunter setzen, es erden, es quasi unterheben so. Und das wünschen sich bestimmt viele Bassisten auch mal, dass sie mal richtig leise spielen können, dass man wirklich mal alle Nuancen auch ins ganz Softe ausloten kann. Ich glaube, im Mittelpunkt steht schon die Haltung vom Jazz, so, wo ich dieses sich einlassen auf den Moment drunter verstehe und das geschehen lassen und das einfach, da gibt es ein Stück, das man spielt, aber man ist doch immer dabei, einen neuen Weg zu finden, das zu spielen. Und es passiert etwas Unerwartetes und Überraschendes und das ist immer wieder neu. Thank you.
Schlussendlich ist ja jede Improvisation, die es ja auch zu großen Teilen gibt in den Stücken, wie so eine Kollektiv-Moment-Komposition. Nicht jetzt so einer spielt solo und der andere begleitet so, sondern es ist immer so ein Geflecht, das sich so fortsetzt. Stücke haben wir sicherlich hier auf eine andere Art und Weise gespielt, wie wir sie sonst vielleicht live spielen würden. Aber wir haben jetzt hier auch nochmal dran gearbeitet, nochmal einen kreativen Prozess gehabt, sie weiterentwickelt, verschiedene Richtungen ausprobiert. Sondern es war schon ein spannender Prozess, hier nochmal richtig reinzugehen in die Stücke, nochmal zu gucken, wie wirkt es, wenn man es hört. Und es hat uns schon nochmal deutlich weitergebracht. Das, was jetzt hier auf der Platte sein wird, das ist einfach ein Moment, so eine Momentaufnahme, die natürlich zurückblickt auf diese Arbeit, die wir da jetzt gemacht haben. Aber ich wünsche mir, dass das immer weitergeht. Also, dass es nie aufhört, sich zu bewegen und nie aufhört, sich zu erneuern und nie aufhört, einfach so zu brennen.